willkommen zum ersten Katzenkongress. Es ist mir eine große Freude, euch begrüßen zu können. Mein Name ist Marianne Kannengießer und bei mir heute ein besonderer Gast, Dr. Alexandra Nadig, eine Phytotherapeutin für Tiere und natürlich auch für Katzen. Hallo Alexandra, es freut mich sehr, dass du da bist und ich bitte dich, dass du dich unseren Zuschauern ein bisschen vorstellst. Okay. Hallo, guten Abend. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Es stand gerade dran, dass es instabil ist, aber es geht, es läuft. Ja, mein Name ist Alexandra Nadig. Ich bin Tierärztin, Kleintierpraktikerin. Ich arbeite hauptsächlich mit Pflanzen, immer da, wo es möglich ist, verwende ich Heilpflanzen. Ich würde mal sagen, ich bin eine Naturheilkundlerin. Das bedeutet, ich arbeite mit Stoffen, die in der Natur vorkommen. Das bedeutet pflanzlichen Wirkstoffen, aber auch solchen Dingen wie Wärme, Kälte, Bewegung und Ernährung ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn wir uns über Gesundheit unterhalten, auch bei unseren Haustieren, auch bei der Katze, da kommt man um die Ernährung nicht drum herum. Das heißt, alles das, was mit der Natur zu tun hat, alles das, was wir aus der Natur beziehen können, das verwende ich in der Praxis. Und ich lebe auf einem wunderschönen Bauernhof im Grünen mit Hunden und vielen, vielen Katzen, die nach und nach immer wieder heimlich einschleichen. Und habe das große Glück, hier auch einen großen Heilpflanzengarten zu haben. Ich mache Kräuterexkursionen und erkläre Tierbesitzern, wie sie in Eigenverantwortung gehen können und ihre Tiere zu Hause selber pflanzlich behandeln können, auch prophylaktisch tätig werden können. Denn es ist ganz wichtig, dass jeder Tierbesitzer einfach weiß, was kann ich selber machen, wo gibt es auch Grenzen, wann muss ich zum Tierarzt, aber wann kann ich meinen Tierarzt auch darum bitten, dass man vielleicht eher pflanzlich erstmal arbeitet. Das ist so meine Aufgabe. Ich bin auch Autorin für Phytotherapie. Die Phytotherapie ist mir quasi eine Herzensangelegenheit, die ich von Kindheit an schon praktiziere. Und in meinem Beruf kann ich das beides miteinander verbinden. Ich versuche meinen vierbeinigen Freunden eben mit Pflanzenstoffen zu helfen. Ja. Ist ja unglaublich schön. Sag mal, du hast gesagt, du hast einen eigenen Heilkräutergarten. Machst du deine Präparate selbst? Ja, soweit es möglich ist im Rahmen einer tierärztlichen Behandlung. Ich sag mal, es gibt so zwei Bereiche. Das eine ist das, was wir zu Hause für uns hier tun. Wir pflanzen Heilpflanzen an. Wir gehen aber auch raus in die Wiesen und in die Wälder und produzieren unsere eigene Medizin durchaus. Und all das, was wir brauchen, das verwenden wir auch wirklich aus dem Garten. Familie, Freunde, die eigenen Tiere. In der Praxis bin ich natürlich hier ein bisschen rechtlich, wird es ein bisschen rechtlich geregelt in Deutschland. Da muss man Acht geben. Es gibt eine ganze Menge Produkte, die ich verwenden darf aus der Apotheke oder auch tiermedizinische Präparate. Ich mache es aber durchaus so, dass ich in meiner Praxis, wenn ich einen Patienten vor Ort habe und den behandle, dass ich durchaus auch rausgehe und das sammle, was ich brauche. Klassisches Beispiel dafür ist das Schöllkraut bei Warzen oder die Kamille bei Wunden oder der Salbei. Also die klassischen Heilpflanzen, die ich auch Tag für Tag in der Praxis verwende. Ein großer Helfer ist der Walnussbaum. Da habe ich zum Glück drei große im Garten stehen. Und das mache ich dann auch selber. Ich mache auch Salben und Tinkturen. Was ich auch tue, ist, ich bringe den Tierbesitzern bei, wie sie das selber herstellen können. Also es gibt ein- bis zweimal im Jahr ein Seminar, wo die Besitzer kommen können und sie lernen, wie stelle ich eine Salbe her, wie mache ich eine Tinktur, wie mache ich einen Tee, wann kann ich was bei meinem Tier verwenden. Für die Katze ist hier natürlich ganz, ganz spannend das Thema Hydrolate. Und auch das machen wir hier. Wir haben eine Destille da und ich zeige auch, wie ein Tierbesitzer das zu Hause selber machen kann, ohne dass er eine große Glas- oder Kupferdestille zu Hause hat. Aber ja, der Garten ist unsere Apotheke. Das ist super. Alexandra, lass uns systematisch vorgehen. Ich glaube, wir müssen Hydrolat erklären. Wir müssen sagen, was genau ein Tee ist, was ein Dekokt ist, was eine Salbe genau ist. Diese ganzen Aufbereitungsformen, die man in der Phytotherapie machen kann. Ja, genau. Also es ist so, ich denke, ich werde vor allem jetzt mal
weil heute besonders die Katzenbesitzer zuschauen, die Präparate ansprechen, die für den Katzenbesitzer ganz interessant sind. Katzen sind ja schon sehr eigene Wesen, die insgesamt in ihrer Art, wie man sie zu therapieren hat, doch sehr speziell sind. Eine Katze, das weiß jeder, der eine Katze zu Hause hat, lässt sich gerne nicht behandeln. Und wenn man einmal einen Bitterstoff in eine Katze hineingegeben hat, dann hat man das vielleicht einmal getan und dann nie wieder. Das heißt, die Katze ist sehr, sehr speziell, aber auch die Katze lässt sich über bestimmte Zubereitungsformen tatsächlich überreden. Und da möchte ich die jetzt ansprechen, die da gut funktionieren. Das eine ist der Ölauszug. Katzen sind sehr fettaffine Tiere. Katzen lieben Fette. Jeder weiß, dass die Katze auf Butter steht oder auf Öle, auf Fischöle. Und wenn ich eine bestimmte Heilpflanze bei meiner Katze anwenden möchte, aus welchen Gründen auch immer, kann es Sinn machen, diese Heilpflanze in einem Ölauszug auszuziehen. Das heißt, man sammelt diese Pflanze. Ich nehme jetzt als Beispiel mal das Johanniskraut. Sammelt diese Pflanze, Johanniskraut, da sammelt man vor allem die Blüten und auch die Knospen und auch dann die Verblüte-Frucht, schneidet die klein, gibt die in ein Glas. Ich fülle dieses Glas immer komplett voll. Und dann gibt man ein gutes Öl hinein. Und wenn ich speziell für meine Katze etwas zubereiten möchte, kann ich hier ein Öl nehmen, das die Katze sehr gerne hat. Wahrscheinlich eher ein neutrales Öl, ein Sonnenblumenöl, keins mit sehr starken zusätzlichen Geschmäckern wie ein Olivenöl oder sowas. Hanföl geht bei manchen Katzen auch ganz gut. Und dieses Öl wird über die Pflanzen gegossen und man lässt diese Pflanzen dann 2 bis 3 bis 4 Wochen stehen und seiht dann diese Pflanzen ab, diese Pflanzenteile, und hat dann eben ein Öl, in dem alle Wirkstoffe der Pflanzen drin sind, vor allem die fettlöslichen Wirkstoffe. Das erwähne ich deshalb, weil die Katze sich gut mit Ölen behandeln lässt. Man kann bei Katzen äußerlich und innerlich Öle sehr, sehr gut verwenden. Man braucht nicht viel, also es reicht bei einer Katze 2-mal täglich 1 Tröpfchen, 2 Tröpfchen, je nach Öl. Man kann das zum Teil auch ins Futter geben. Das ist eine Anwendungsform, die super gut funktioniert. Das andere ist eben das Hydrolat. Das Hydrolat ist im Prinzip das, was an Wasserdampf übrig bleibt, wenn eine Pflanze in Wasser erhitzt wird. Das ist im Prinzip das, was übrig bleibt bei der ätherischen Ölgewinnung. Wenn dann ätherisch Öl gewonnen wird, wird eine Pflanze mazeriert im Wasser, in einem Wasserbad, in einem warmen Wasserbad, und der Dampf, der sich absetzt oben dann an der Destille, der wird abgeleitet, und dieser Wasserdampf, das ist das Hydrolat. Das klingt jetzt sehr kompliziert, das kann man aber in einer ganz einfachen Form zu Hause machen, indem man so einen kleinen Espresso-Kocher, diesen klassischen Espresso-Kocher, den es gibt, wenn man dort, da wo man normalerweise den Kaffee hineintut, die Pflanze hineintut, hat man oben nachher dann eine Flüssigkeit, die über Dampf und Druck extrahiert wurde. Das hat ein bisschen einen Unterschied zu einem normalen Aufguss, zu einem normalen Tee, zu dem komme ich gleich. Und das ist eine Art eines Hydrolats, die jeder zu Hause machen kann. Oder in einem Topf, in einem ganz, ganz üblichen, normalen Topf, und dann oben das Wasser, das sich sammelt, im Deckel, dass man das dann abseilt. Diese Hydrolate haben den großen Vorteil für Katzen, sie sind sehr, sehr gut verträglich. Denn in den Hydrolaten sind nicht sehr, sehr viele Phenole, das sind spezielle Stoffe, da komme ich nachher noch drauf, die für die Katze eventuell ungünstig werden können. Also es sind einfach, es ist so die feine Form der Pflanzenwirkstoffgewinnung, und da die Katze auch ein sehr feines Wesen ist, mit einer sehr feinen Seele und einem sehr feinen Körper, sind diese Hydrolate für Katzen unglaublich gut geeignet. Innerlich wie äußerlich, auch geschmacklich, eben nicht so stark wie jetzt zum Beispiel eine Tinktur, also ein alkoholischer Auszug oder ein kräftiger Tee. Ich empfehle generell bei Katzen, dass wir die Pflanzen nehmen, an die die Katze von sich aus sowieso herangeht. Jeder, der eine Katze hat, vor allem die, die rausgehen dürfen, aber auch die in der Wohnung, kennt das, dass eine Katze sehr gern Katzengras frisst oder Katzenminze liebt. Oder Baldrian liebt. Auch Zitronengras. Katzen lieben Zitronengras. Das sind diese Art von Pflanzen, die wir wunderbar phytotherapeutisch verwenden können. Und so verwende ich beispielsweise Zitronengras-Hydrolat bei Katzen
innerlich wie äußerlich überwunden gegen Bakterien, gegen Viren, lässt sich das hervorragend verwenden. Also wir haben jetzt das Öl und das Hydrolat. Ganz einfache, klassische Anwendung ist natürlich auch der Tee, den jeder kennt. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich nehme jetzt mal die einfache Form. Das heißt, ich nehme eine bestimmte Pflanze, frisch oder getrocknet. Sinnvoll ist immer, eine Pflanze zu nehmen. Also keinen Teebeutel, sondern lieber Apothekenware oder frisch selbstgesammelte Ware. Ganz Blattware, das heißt, es sollte kein Pulver sein, sondern eher ganze Blätter. Und diese mache ich bei den Haustieren, so bei Katze genauso wie bei Hund, dass ich das zuerst mörsere, ne, dass es schön pulvrig wird, gieße das mit kochendem Wasser auf und lasse das dann meistens ziemlich lange stehen, je nachdem, welche Wirkstoffe ich möchte. Dann nach 10 Minuten ungefähr, je nach Wirkstoff, umso zarter die Pflanze, umso weniger lange lasse ich das ziehen. Sagen wir mal nach 5 bis 10 Minuten wird das abgeseilt, wie bei einem Tee. Und diese Flüssigkeit kann der Katze auch am besten über frische Ernährung zugeführt werden. Wenn eine Katze tatsächlich krank ist und sie bekommt vom Tierarzt Tabletten, dann müssen die auch irgendwie rein. Ja. Und deshalb bin ich immer der Meinung, muss man in einem Krankheitsfall halt eben auch mal einen Tee einflößen. Das ist nicht viel, was man da geben muss. Oder dieses Öl oder das Hydrolat. Es geht ja dann wirklich um eine Behandlung eines kranken Tieres. Prinzipiell, wenn ich eine frische Pflanze zufüttern möchte, macht es Sinn, tatsächlich die Pflanzen mit hineinzugeben, die Katzen sehr gerne haben. Beispielsweise eine Prise Zitronengras reicht meistens schon aus und die Katze ist ganz wild danach und findet das wunderbar und frisst das dann auch. Die ich sehe schon ein bisschen gemogelt und es hilft. Absolut, absolut. Man muss natürlich auch schauen, natürlich vor allem bei der Katze, worauf sie anspricht. Also Tiere sind noch sehr, sehr viel intuitiver als wir Menschen. Sie spüren deutlich, was ihnen gut tut. Ich habe nicht selten den Fall, dass Katzen, wenn sie zum Beispiel eine Nieren- oder eine Blasenerkrankung haben, sehr gerne von sich aus einen goldroten Tee trinken. Das ist eine spezielle Pflanze. Diese Pflanze ist eine Heilpflanze für die Niere vor allem. Und es ist erstaunlich, wenn man sieht, wie Tiere in Krankheitsfällen bewusst diese Pflanzen dann auch aufnehmen. Und das ist eigentlich nicht erstaunlich. Eigentlich ist das ein ganz natürliches Verhalten auch in der Natur. Heute beschäftigt sich ein ganzer Wissenschaftszweig damit. Die Zoopharmakognosie beschäftigt sich damit, wie Wildtiere sich selber mit Pflanzen behandeln. Und das haben wir Menschen auch getan, bis vor ca. 200 Jahren, als es dann anfing mit den synthetischen Medikamenten. Ja. Tiere wissen noch, was ihnen gut tut. Vor allem die Tiere, die noch sehr naturnah leben dürfen. Es ist natürlich so, ich werde das oft gefragt in Seminaren, wenn ein Pferd 23 Stunden am Tag in der Box steht und eine Stunde am Tag rauskommt, dann frisst es natürlich auch den Oleander, der da steht. Und der tötet im Zweifel. Wobei ich das Gefühl habe, dass die Katze noch sehr viel intuitiver handelt. Also wenn wir Katzen beobachten, auch vor allem Freigänger, wie gezielt Katzen doch an bestimmte Pflanzen herangehen. Also ich habe durchaus auch schon Katzen gesehen, die an der Brennnessel rumknabbern. Wenn die Katze nur in der Wohnung ist und ab und zu Katzengras bekommt, hat sie vielleicht ein bisschen den Zugang verloren, aber sie wird, wenn sie krank ist, spüren, was ihr gut tut und was ihr nicht gut tut. Also das ist definitiv so. Und wenn es dann darum geht, ein krankes Tier zu behandeln, dann muss man auch mal das Tier sanft dazu zwingen. In gewissen Maßen. Ne? Also wie gesagt, Bitterstoff oder sowas wird man wahrscheinlich nicht in eine Katze hineinbekommen. Aber es gibt bestimmte Varianten, beispielsweise in Tablettenform. Oder aber auch, du hattest es eben schon angesprochen, die Tinktur, den alkoholischen Auszug, der ja häufig kritisch betrachtet wird, weil die Katze ja doch ein bisschen speziell ist in ihrem Stoffwechsel. Wenn ich aber eine homöopathische Urtinktur habe, das heißt, es ist ein pflanzlicher alkoholischer Auszug und der sehr, sehr stark ist, dann reicht bei einer Katze eine Dosis von einem Tropfen. Und ein Tröpfchen Alkoholtinktur ein bisschen verdampfen lassen und das oral einzugeben, das ist nichts anderes, als wenn die Katze eine Spritze beim Tierarzt bekommt, die eventuell auch nicht so gut verträglich ist. Ne? Das muss man immer von Fall zu Fall einfach abwägen. Ne?
wann ist welche Behandlung nötig? Das ist prinzipiell das Wichtige in der Medizin und in der Phytotherapie eben auch. Ja. Ja, das Schöne ist, dass halt Katzen keine solchen Unmengen brauchen. Ja, ja. Dass man damit mit dem Tropfen zurechtkommt und das ist einfach ja. eine andere Geschichte. Ja, ja. Die Katze ist sehr, sehr fein und das liegt einfach daran, und ich glaube, ich spreche das Thema jetzt gleich in den ersten Minuten an, es ist einfach so wichtig. Die Katze ist ein reiner Fleischfresser, ein reiner Carnivore. Das heißt, über ihre gesamte Entwicklung hinweg ist sie nicht adaptiert an pflanzliche Stoffe. Das führt dazu, dass die Katze in ihrer Leber bestimmte Wirkstoffe nicht komplett abbauen kann und diese Wirkstoffe dann abgelagert werden in der Leber. Und das kann zu Vergiftungen führen. Und da kommen dann immer diese großen Geschichten von Vergiftungsfällen von Katzen, die beispielsweise mit Teebaumöl behandelt wurden, mit speziellen ätherischen Ölen. Man muss in der Tat aufpassen, was man tut. Aber, ein großes Aber, wenn man sich damit beschäftigt, welche Wirkstoffe eine Katze tatsächlich abbauen kann und welche nicht, dann kommt man ganz schnell dahinter, dass viele der synthetischen Medikamente, die wir verwenden in der Praxis, auch nicht abgebaut werden in der Katze. Ja. Das heißt, wir sollten mit den Pflanzen wissen, was wir tun. Ich würde nicht dazu raten, eine Katze komplett mit Teebaumöl einzuschmieren gegen Zecken. Aber ich habe auch keine Angst davor, einer sehr schwer kranken Katze, die ein Darmproblem hat, einen Gerbstoff zu geben, wenn ich weiß, welches Gerbstoff ich gebe und zu welchem Zeitpunkt. Denn viele, viele synthetische Medikamente, die wir in der Praxis alltäglich verwenden, sind für Katzen auch nicht abbaubar. Das muss man einfach wissen. Und deshalb ist die Katze, so wie du sagst, ein sehr feines Wesen, die eigentlich niedrigere Dosen braucht und oft sehr, ich sag mal, feinstofflich auch behandelt werden kann. Ich verwende beispielsweise sehr gerne bei Katzen, das wirst du als Homöopathin natürlich ein bisschen anders sehen, aber mit moderner Niedrigpotenz-Homöopathie. Das hat mit klassischer Homöopathie nichts zu tun. Aber ein Weißdorn beispielsweise in D1 reicht für die Katze als Herztherapeutikum in vielen Fällen aus, weil sie mit dieser Art der Wirkstoffe umgehen kann. Absolut. Ne? Das ist jetzt ein phytotherapeutischer Ansatz der Homöopathie. Also ich sage bewusst moderne Homöopathie, nicht klassische Homöopathie. Aber diese niedrige Dosis, die da drin ist, reicht für Katzen aus. Ja, ja, definitiv. Bei einer D1 bist du noch wesentlich mehr in der Phytotherapie als in der Homöopathie. Genau, ja. Genau. Und das Schöne ist noch, dass es kleine Kügelchen sind, die man meistens sehr gut in die Katze hineinbekommt. Deshalb arbeite ich bei Katzen sehr viel mit Niedrigpotenz-Homöopathika, mit der modernen Homöopathie, das heißt wirkstoffbezogen, und sehe nach bis D3, was habe ich zur Verfügung, und ich kann mir von verschiedenen Firmen dann eben diese Wirkstoffe herausholen. Ne? Ein Weißdorn beispielsweise, den werde ich schlecht, den kann ich zufüttern. Bei Katzen, die das so machen lassen, und Katzen, die auch roh gefüttert werden, da geht es sowieso besser als bei Fertigfutter fressenden Katzen, da kann man durchaus auch einen öligen Auszug mit Weißdorn machen. Ja? Und den jeden Tag... Genau, wenn ich ihn selber herstelle in einem Öl, dann bin ich da auch in der niedrigen Dosis. Das reicht dicke aus. Also wenn ich dann jeden Tag 2 Tröpfchen von dem Öl mit in das Futter tue, ist das definitiv für eine Katze ausreichend. Zumal man bei solchen Pflanzen wie bei Weißdorn ja auch frühzeitig anfängt. Also nicht bei einer schwer herzkranken Katze alleine, sondern schon frühzeitig. Ne? Das gilt für das ältere Tier, das langsam anfängt, so ein bisschen müde zu werden, ein bisschen schwächlich wird. Man beginnt einfach frühzeitig mit dem Weißdorn. Ja, also bei jedem Anzeichen einer leichten Rechtsherzinsuffizienz kannst du das machen, ne? Keine Frage. Ja, absolut, genau. Ja. Was ist denn für dich so in deiner Praxis der spektakulärste Fall bisher gewesen in der Phytotherapie? Bei Katzen? Oh, da gibt es einige. Ich würde sagen, die spektakulärsten Fälle sind die, die austherapiert sind, also sozusagen nichts mehr zu machen. So
die dann klassisch schulmedizinisch die Aussage bekommen, wir haben nichts mehr, was wir tun können. So habe ich zum Beispiel vor 2 Jahren die Katze einer Freundin, die schwer, schwer nierenkrank war, eine akute Niereninsuffizienz. Wir haben nachher herausbekommen, das ist eigentlich sogar eine chronische gewesen. Es waren alle Blutwerte massiv verändert, Phosphat schon oben, sie war anämisch. Schulmedizinisch, die Klinik hat der Katze keine Chance mehr gegeben. Also es war im Prinzip, hatte man meiner Freundin geraten, die Katze einzuschläfern. Und der Canali, so heißt der Kater, der lebt heute noch, der lebt glücklich und zufrieden. Und bei ihm ist es tatsächlich eine Kombination gewesen aus gesunder Ernährung, Goldrute und Niedrigpotenz-Homöopathika und Organotherapeutika. Und das bekommt er nach wie vor, er bekommt das mittlerweile nur noch 2-mal die Woche. Aber diese Katze lebt und ihre Blutwerte sind wieder normal. Also das ist eigentlich, glaubt einem das ein klassischer Kliniker, glaubt einem das nicht, aber wir erleben das als Naturheilkundler natürlich sehr, sehr, sehr häufig. Ne? Immer und immer wieder. Ja, das ist immer wieder diese austherapierten Fälle, an die keiner mehr ran möchte und man probiert es und es funktioniert. Und gerade ja. Die Organpräparate sind ja tatsächlich außerordentlich erstaunlich. Ja, absolut. Ich habe das am Anfang als klassische Phytotherapeutin auch gar nicht so wahrhaben wollen, aber ich muss sagen, sie sind außergewöhnlich. Und die Katze reagiert ganz besonders stark darauf. Ne? Also das sehe ich in der Praxis immer wieder und ich kombiniere dann auch gerne diese Therapien, eben diese Organotherapeutika mit diesen Phytotherapeutika. Und das, es gibt ja bestimmte Organsysteme, da hat die klassische Schulmedizin einfach nichts mehr an der Hand. Das ist eben die Niere und das ist die Leber. Da gibt es schulmedizinisch nichts. Ne? Da gibt es dann ein Fertigfutter, das man mitbekommt. Aber es gibt keinerlei Medikamente. Und da hat die Naturheilkunde natürlich so viel zu bieten. Die Leber mit der Mariendistel. Wie oft erleben wir das in der naturheilkundlichen Praxis, dass ein austherapiertes Tier mit wirklich einer tödlichen Prognose, das heißt, es wird gesagt, man kann nichts mehr tun, alleine durch einen Wirkstoff wie diesen Silimarin-Komplex, der in der Mariendistel vorhanden ist, leben kann und gut leben kann, jahrelang gut leben kann. Und das immer wieder zu erleben, das motiviert natürlich weiterzumachen und dieses Wissen weiterzugeben. Ja. Wie arbeitest du mit der Mariendistel? Machst du da einen Ölauszug oder ein Hydrolat? Ich mache bei der Mariendistel in der Tat, wenn ich sie selber herstelle, einen wässrigen Auszug. Denn dieser Komplex, der da drin ist, dieser Wirkstoffkomplex, dieser sogenannte Silimarin-Komplex, das sind Flavonoide. Und Flavonoide gehören zu der Wirkstoffgruppe, die wasserlöslich sind. Was man aber wissen muss, ist, wenn man sich Mariendistel-Samen besorgt, in den Mariendistel-Samen sind diese Wirkstoffe drin, dann reicht es nicht, aus diesen Samen einen Tee zu machen. Man muss diese Samen zerkleinern, zermörsern. Und die sind unheimlich hart. Also man macht sich damit seine Küchenmaschine kaputt. Man braucht wirklich einen Granitmörser und muss dann diese Samen zerkleinern. Dann aber reicht tatsächlich ein wässriger Auszug. Also es würde definitiv dann reichen, einen Tee daraus herzustellen. Ich mache das in der Praxis so, wenn ich sehr schwer kranke Tiere habe, mit schwerer Nieren- oder Lebererkrankung, nehme ich standardisierte Präparate aus der Humanmedizin. Es gibt in der Humanmedizin, in der Apotheke, alle möglichen Mariendistelpräparate. Es gibt sogar ein Präparat, das man in die Vene infundiert, also IV, spritzt. Der Mensch bekommt dieses Präparat, wenn er eine Knollenblätterpilzvergiftung hat oder eine Leberzirrhose. Und auch das tue ich. Das ist allerdings sehr, sehr kostspielig. Das sind dann wirklich solche Fälle, wenn die Tiere schwer krank sind und es geht darum, weiterleben oder eben nicht, dann ist das eine Chance. Für den Hausgebrauch zum Beispiel, wenn man so das Gefühl hat, oh, mein Tier könnte jetzt mal eine Entgiftung gebrauchen, wäre es durchaus möglich, solche Pflanzen wie die Mariendistel, den Löwenzahn zum Beispiel, selber zu sammeln. Also Löwenzahn vor allem kann man selber sammeln. Und daraus einen Tee herzustellen. Definitiv, ja. Ja, damit wäre viel gewonnen. Ne? Absolut.
Absolut. Es ist eigentlich im Garten alles da, was wir brauchen. Und nicht nur im Garten. Viele Menschen haben keinen Garten. Es ist auch in der Natur draußen alles da, was wir brauchen. Es mangelt an gar nichts. Es ist jeder Wirkstoff, der für irgendwelche Befindlichkeitsstörungen bis hin zu schweren Erkrankungen hat die Natur parat für uns. Und heute ist es sehr, sehr modern zu gucken, was gibt es denn an exotischen Wirkstoffen. Das ist auch oft sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig. Also es gibt bestimmte Wirkstoffe, die aus fernen Ländern kommen, pflanzliche, die sind sehr, sehr potent und sehr, sehr gut. Allerdings haben wir in unserem Kulturkreis auch eine traditionelle Pflanzenmedizin entwickelt über Jahrtausende, ja, noch viel länger. Und alle diese Pflanzen, von denen wir heute so annehmen, es sind Unkräuter, sind wertlos. Die enthalten meist so viele Wirkstoffe, dass man doch immer wieder staunt. Und selbst die Wissenschaft, die sich so nach und nach dann damit beschäftigt und dann beispielsweise den Spitzwegerich plötzlich erforscht und herausbekommt, welche Wirkstoffe da drin sind, dass sie antidiabetisch wirken, dass sie antibiotisch wirken, dann wird es schon sehr, sehr spannend, weil dann einfach ein altes Wissen, das schon immer in uns Menschen war und ist, plötzlich eine ganz andere Ebene bekommt. Ne? Dann wird es plötzlich im Labor erforscht und dann ist das, dann ist es plötzlich vorhanden. Ne? Aber natürlich haben wir dieses Wissen immer gehabt und es ist alles da. Und das Spannende, um darauf nochmal hier zurückzukommen, Tiere wissen das. Also jeder von uns, der ein Haustier hat, insbesondere natürlich der Hund oder pflanzenfressende Tiere, kann das beobachten, dass Tiere draußen die Pflanzen aufnehmen, die ihnen gut tun. Bestimmten Situationen. Ich bin mir sicher, eine Katze weiß nicht oder hat einen anderen Zugang dazu, ob sie Würmer hat. Ich glaube nicht, sie denkt darüber nach, aber sie spürt, dass da was ist, was ihr nicht gut tut. Und dann nimmt sie bestimmte pflanzliche Wirkstoffe auf, weil sie intuitiv weiß, dass diese Wirkstoffe ihr helfen. Und wenn wir das heute erforschen, dann sehen wir, das sind die Wirkstoffe, die tatsächlich Würmer abtöten. Ja? Das ist ja schon sehr erstaunlich. Ne? Wenn man eine Katze rauslässt, kann sie sich helfen. Und absolut. Du gesprochen hast, also früher, wenn ich mich an Oma oder Uroma erinnere, da war immer Spitzwegerich oder Löwenzahn oder irgendwelche solchen Kräutel mit im Salat. Also nicht nur Küchenkräuter, sondern auch Wildkräuter. Das gilt ja nicht nur für uns Tiere, das gilt ja auch für uns. Ja, absolut. Wir fangen jetzt an im Frühling, jetzt geht es los. Alles, was da draußen wächst, wird gegessen. Und ich empfehle auch den Haustieren, das ins Futter zu geben. Und das kann man auch bei Katzen, vor allem die, die frische Ernährung bekommen, in kleinen Mengen tun. Also ein kleines Stückchen Löwenzahn, ein kleines Stückchen Brennnessel, ein kleines Stückchen Giersch. Der Giersch wird gerne genommen. Der ist sehr vom Geschmack sehr angenehm. Giersch ist ja fast neutral und ist im Salat super gut und alles, ja? Ja, genau. Genau. Und den kann man auch einer Katze unterschummeln. Kleine Girschblättchen, klein geschnitten, in das frische Fleisch hineingegeben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Tiere, die im Frühling solche Pflanzen zu sich nehmen, ich nenne das dann Frühjahrskur, dass die dann häufig im Sommer auch weniger Zecken haben. Ganz klar. Das ist einfach ein gesundes Immunsystem. Ne? Die Entschlackungsorgane sind angeregt, die Leber, die Niere sind angeregt, der ganze Müll geht mal raus, das Immunsystem wird angeregt und eine Zecke mag natürlich lieber einen Wirt, der geschwächt ist. Hm? Ganz klar. Magst du noch mal was sagen zu den Risiken, wenn man jetzt eine Katze mit Phytotherapeutika behandelt? Sag das nochmal, ich habe gerade eine Störung. Ob du nochmal was sagen könntest zu den Risiken, die auftreten, wenn man jetzt Phytotherapeutika bei Katzen nimmt? Ja. Dass wir das rausstellen. Also, ja, genau. Also es ist so, Katzen haben in der Leber ein gewisses Enzymsystem nicht. Das heißt, sie können bestimmte Wirkstoffe nicht abbauen. Dazu gehören vor allem solche Wirkstoffe wie Phenole. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Man muss sich aber merken, dass sehr, sehr viele Pflanzen diese Wirkstoffe enthalten und viele Pflanzen in sehr hoher Menge. So zum Beispiel Gerbstoffe und ätherische Öle.
Das heißt, wenn ich einer Katze jetzt zum Beispiel mit Schwarztee helfen möchte, und das ist das Kritische, denn den haben ja viele zu Hause, die Katze hat Durchfall, man möchte ihr was Gutes tun und gibt ihr Schwarztee. Da sind aber dummerweise genau diese Gerbstoffe drin, die von der Katze nicht gut abgebaut werden. Das heißt, die Wirkstoffe können sich in der Leber ablagern und dann sammeln die sich an und das kann zu einer Vergiftung führen tatsächlich. Das heißt, man darf nicht unterschätzen, pflanzliche Wirkstoffe sind Wirkstoffe genauso wie synthetische eben auch. Es sind chemische Wirkstoffe, zwar natürliche, aber es sind Wirkstoffe. Das heißt, man muss schon wissen, welche Pflanzen man einer Katze geben darf. Das kann bis hin zum Tod führen. Also es gibt durchaus Geschichten von Katzen, wie gesagt, die vor allem mit Teebaumöl, das ist ein sehr phenolhaltiges Öl, behandelt wurden und daran gestorben sind. Deshalb ist es zwar so, dass natürlich die Naturmedizin und die Phytotherapie eine deutlich sanftere ist und eine sehr viel regulierendere, aber es sind Wirkstoffe, die gefährlich werden können, wenn man nicht weiß, wie man sie anwendet. Absolut. Deshalb sollte man sich da lieber Hilfe holen, nochmal nachfragen bei einem Spezialisten, der sich auskennt mit pflanzlichen Wirkstoffen und schauen, welche Wirkstoffe sind denn da jetzt drin. Hat diese Pflanze viele Phenole? Zur Beruhigung kann ich sagen, es gibt immer auch eine Pflanze, die ähnliche Wirkung hat, aber ohne, also mit viel weniger Phenolen. Ne? Also ich denke, das große kritische Thema sind eben die ätherischen Öle, weil das viele Katzenbesitzer zu Hause selber machen und eben die Gerbstoffe. Es gibt zum Beispiel Gerbstoffe, die gehen bei der Katze super. Das sind getrocknete Heidelbeeren oder Brombeerblätter getrocknet. Die funktionieren. Was man auch wissen muss, ist, diese Wirkstoffe, die werden nicht nur, wenn sie oral eingenommen werden, giftig, sondern auch, wenn man sie auf großer Fläche auf der Haut anwendet. Ja. Das heißt, angenommen, die Katze hat eine Brandwunde oder eine Wunde, eine Hautwunde und der Besitzer meint es besonders gut und behandelt diese Wunde äußerlich mit einem pflanzlichen Tee, der sehr viele Phenole enthält, zum Beispiel Gerbstoffe. Dann gehen diese Wirkstoffe durch die Haut durch, vor allem durch die geöffnete Haut, in das Blutsystem und dadurch gelangen diese Wirkstoffe auch in die Leber. Das bedeutet, bei allen Tieren, bei Menschen, es sind immer Wirkstoffe, die verwendet werden, aber eben die Katze mit ihrer Besonderheit, dass sie bestimmte Wirkstoffe nicht gut abbauen kann, da sollte man ein besonderes Augenmerk drauf haben und sollte das wissen, was man da verwendet. Das kann sonst sehr, sehr übel sein, wie bei allen anderen Medikamenten auch. Genau, man muss einfach wissen, was geht und was nicht. Lass uns nochmal wiederholen. Wir wissen, schwarzer Tee geht nicht, wir wissen, Teebaumöl geht nicht. Was sind denn noch so 2, 3 kritische Dinge, deiner Meinung nach, die wir erwähnen sollten, damit der Tierhalter weiß, das geht bei Katzen einfach nicht? Prinzipiell bei den ätherischen Ölen kann man, wenn man ein bisschen nachschaut, was sind denn da für Wirkstoffe drin, immer wenn da was mit Ol, wenn dieser Wirkstoff auf Ol endet, zum Beispiel auch Thymol beim Thymian, das sind die Wirkstoffe, da sollte man die Finger von weglassen. Wenn ich also nachschaue in einem Pflanzenwirkstoffbuch und sehe, da ist ein Ol dran, dann da lieber die Finger von weglassen und einen erfahrenen Therapeuten fragen. Andere Wirkstoffe, das sind zum Beispiel die Senfölglykoside. Die sind nicht giftig. Die Katze kann sie auch abbauen. Die sind zum Beispiel drin in der Kapuzinerkresse, im Meerrettich. Das sind unglaublich gute Antibiotika. Allerdings, meiner Erfahrung nach, werden die nicht sehr gut vertragen, so vom Magen. Das sind sogenannte Scharfstoffe. Und es gibt Katzen, die darauf reagieren mit Übelkeit und Erbrechen. Das heißt, auch da abwägen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, lasse ich es lieber bleiben und nehme einen anderen Wirkstoff. Ja. Bei den Gerbstoffen, wie gesagt, da gibt es eine Besonderheit, eine Feinheit. Das muss man aber dann auch nachschauen. Es gibt Gerbstoffe, die sind, sage ich mal, relativ groß und grob als Wirkstoff. Und es gibt kleine Gerbstoffe. Und es gibt die kleinen, die sich nicht zerspalten lassen und die sich zerspalten lassen. Das heißt, so als grober Tipp, wenn man einen Gerbstoff verwenden möchte, dann nimmt man am besten einen sehr sanften Gerbstoff, beispielsweise Brombeerblätter, Heidelbeer. Blutwurz, Eichenrinde und
Salbei, da wäre ich etwas vorsichtig. Da ist sehr, sehr viel von diesen phenolhaltigen Wirkstoffen drin. Und aber im Zweifel, wenn man zum Beispiel eine große Hautwunde hat, die vielleicht nicht zugehen mag und man arbeitet mit seinem Therapeuten daran und man sagt, man hätte gerne doch sowas wie eine Zaubernuss, ein Hamamelis-Präparat drauf, weil es irgendwie ein Walnuss, also irgendeine gerbstoffhaltige Pflanze, weil es eine feuchte Wunde ist, dann im Zweifel immer ein Hydrolat nehmen. Okay. Denn in dem Hydrolat sind eben diese leicht abbaubaren Gerbstoffe nicht so vorhanden. Das wäre für die Katze immer eine Alternative. Okay, das ist eine leicht verständliche Geschichte. Wenn sich jetzt ein Tierhalter so ein bisschen einlesen möchte in die Phytotherapie, welches Buch empfiehlst du? Es gibt von der Cecilia Brendig-Worm, die hat ein sehr schönes Buch geschrieben für Haustiere. Da sind alle Haustiere drin, vom Meerschweinchen bis zum Pferd, bis zum Rind. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch, in dem auch Tipps drin sind, wie man das, wie man Tees herstellt, wie man Salben macht. Und da ist eben die Katze mit erwähnt. Es gibt noch ein Buch von einer Tierärztegruppe aus Österreich. Das nennt sich Heilpflanzen für Heimtiere. Das ist auch sehr schön, denn da sind auch Dosierungen mit drin und es ist auch ganz leicht beschrieben. Das sind so die beiden ganz leichten Bücher, ne, die so sehr einfach beschrieben sind. Welchen Tipp habe ich für eine Katze, die die und die Erkrankung hat? Welchen Tee kann ich geben? Wo muss ich Acht geben? Das ist eigentlich für einen Tierbesitzer, so für einen Katzenbesitzer sehr, sehr gut. Okay, und du hast gesagt, du hast ja auch Bücher geschrieben. Erzähl mal was über deine Bücher. Genau, ich habe das Heilpflanzenbuch für Hunde geschrieben. Das Katzenbuch folgt noch. Das dauert noch ein bisschen, aber das werde ich machen. Und in meinem Buch sind auch diese ganzen Rezepturen drin. Also eine Salbe, eine Tinktur, ein Hydrolat, wie wird das alles hergestellt, spezielle Frühjahrskuren. Ich erwähne in dem Buch auch die Katze, schreibe immer dazu, wo man aufpassen muss. Aber es ist eigentlich erstmal ein Hundebuch, weil ich hier tatsächlich in der Phytotherapie Hund und Katze ein bisschen trenne, damit eben keine blöden Fehler passieren, dass nicht ein Tierbesitzer zu Hause es gut meint und nachher seiner Katze einen Schaden anrichtet. Für die Katze gibt es sonst noch nicht wirklich was auf dem Markt. Es haben sehr viele Phytotherapeuten Angst davor, Katzen pflanzlich zu behandeln, eben wegen dieser Phenolgeschichte. Ich muss sagen, ich weiß, was ich tue, ich bin achtsam, aber ich habe keine Angst. Denn seitdem ich weiß, dass auch viele, viele synthetische Medikamente nicht abgebaut werden in der Pflanze, muss ich sagen, wenn ich dann die Wahl habe zwischen so einem Medikament oder einer Pflanze, dann wähle ich die Pflanze. Okay, ja. Eine Pflanze, die mir noch einfällt, ist es Mädesüß. Geht es in deinem Buch nach für Katzen oder geht es nicht? Doch, Mädesüß ist immer sehr umstritten gewesen bei der Katze. Aber die Wirkstoffe, die da drin sind, sind Flavonoide, also um die es dann auch geht. Die sind für die Katze tatsächlich gut abbaubar, allerdings baut sie es relativ schnell ab. Das heißt, meistens haben wir das Problem, wenn wir eine Katze, das ist ein Schmerzmittel vor allem, es ist quasi das pflanzliche Aspirin. Wenn wir sie bei der Katze anwenden, ist es so, dass wir eher zweimal am Tag das geben müssen, weil sie das relativ schnell abbaut. Aber es ist als pflanzliches Schmerzmittel durchaus auch bei der Katze empfehlenswert. Hier muss ich aber dazu sagen, verwende ich meistens fertige Präparate, die es gibt für Tiere. Tatsächlich. Da habe ich eine standardisierte Menge drin, da weiß ich genau, was drin ist und wie ich es dosiere. Okay. Was ist deiner Meinung nach so eine gute Standardfirma für tiermedizinische Phytotherapeutika? Schwierig. Ja, es ist schwierig. Ich lasse mich nie gerne auf Firmen begrenzen, aber es gibt natürlich so ein paar Namen und es kommen immer mehr auf den Markt, die auch für die Katze schöne Sachen haben. Das ist die Firma Plantavet natürlich, ne? Das ist eine Tochterfirma von der WALA. Das heißt, das ist so ein bisschen so diese Demeter-Qualität, die auch mit drin ist. Das heißt, die ganze Philosophie, die dahinter steckt, ist eine sehr, sehr schöne. Dann hat die Firma Inuvet mittlerweile, ist eine kleine schwäbische Firma,
hat mittlerweile sehr, sehr gute Präparate auch für Katzen herausgebracht. Die Firma Alma Farm. Generell für den Tierbesitzer, der in der Apotheke sich was holen möchte, da sind die Produkte von Velega und von Vala sehr schön. Das sind häufig, da sind wir wieder bei den Niedrig-Homöopathika, ja. Das sind häufig diese, vor allem in Ampullenform. Man findet quasi jede Pflanze in Ampullenform von diesen Firmen. Der Vorteil ist, sie sind niedrig dosiert, geht sehr gut bei der Katze und man kann sie oral geben. Sie haben einen ganz leicht salzigen Geschmack, das ist schon alles. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich in der Tiermedizin das Problem, dass die meisten pflanzlichen Wirkstoffe werden so als Nahrungsmittelergänzer oder Pflegeprodukt auf den Markt gebracht. Das hat einfach rechtliche Gründe und dadurch sind viele dieser Präparate nicht wirklich geschützt. Und auch schlecht zu durchschauen für den Tierbesitzer, auch für den Tierarzt, zu gucken, wie viel von dem Wirkstoff ist denn da drin. Es gibt eine, das sind die Nutralabs, heißen die, glaube ich, die heißen, diese Tabletten heißen immer Feliway, Dolofer, Cystofer, also immer das Organbezogene. Das kriegt man beim Tierarzt als Katzenbesitzer. Das sind kleine Tablettchen, da ist eine Maus vorne drauf. Die sind so konzipiert, dass sie gut schmecken. Und die sind von der pflanzlichen Zusammensetzung doch sehr sinnvoll. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht mit dem Nierenblasenpräparat und auch mit dem Schmerzmittel. Da ist eben Weidenrinde zum Beispiel auch mit drin. Die sind sehr gut. Diese Felivet Dolofer. Das ist zum Beispiel so ein pflanzliches Schmerzmittel für Katzen, das gut funktioniert bei all den, vor allem bei degenerativen Gelenkserkrankungen, Arthrose, Spondylose, alte Kreuzbandrisse, wenn die Katze so langsam anfängt zu lahmen, da funktioniert dieses Präparat sehr, sehr gut. Ja, das ist ja jetzt schon sehr, sehr erfreulich zu hören. Das macht es für den Tierhalter ein bisschen überschaubarer und auch einfacher, weil es gibt ja leider nicht viele Kollegen mit deiner fachlichen Qualifikation. Einen Physiotherapeuten oder Naturheilmediziner unter Tierärzten zu finden, der das hauptsächlich macht oder fast nur, ist ja eine große Seltenheit. Wir sind eine Gruppe in Deutschland von Tierärzten, die sind in der Gesellschaft für ganzheitliche Tiermedizin versammelt, aber wir sind so, ich würde mal sagen, der harte Kern, eine Handvoll in Deutschland verstreut. Aber es gibt sie. Nicht viele, aber es gibt ein paar von uns Verrückten. Was war dein erster Zug zur Pflanzenheilkunde, was hat dich dorthin gebracht? Als ich ein Kind war, hat meine Mutter mir ein kleines Büchlein geschenkt. Das habe ich heute noch, ein kleines Büchlein über Heilpflanzen. Und da war immer so eine Doppelseite und dann war dann der Löwenzahn und die Brennnessel, so die einheimischen Heilpflanzen. Und dann fing ich an, als Kind Löwenzahnwurzeln auszugraben und daraus Tee herzustellen und Brennnesseln und Schafgarbe zu sammeln. Und das war so das erste Mal bewusstes Heilpflanzenarbeiten. Ich weiß nicht, ich war vielleicht 7 oder so. Gefühlt sind Pflanzen schon immer meine Freunde gewesen. Also schon als kleines Kind. Ich habe wirklich schon sehr, sehr früh angefangen. Ich habe auch im Studium schon, ich habe in München studiert, den englischen Garten botanisiert und habe Heilpflanzen gesammelt und meine Kommilitonen damit behandelt. Das heißt, ich war eigentlich schon in der Phytotherapie, bevor ich Tierärztin wurde. Das war von Anfang an klar, dass das Thema in der Tiermedizin sein wird für mich. Aber das ist eine Ständigkeit. Ja. Da hast du ja mit München ohnehin viel Glück gehabt, weil in München gibt es ja noch eine sehr schöne Ausbildung in der Pharmakologie, wo man sehr viel lernt und ich weiß jetzt nicht, der Kollege, der mich unterrichtet hat, der war sogar noch Phytotherapeut. Du bist ein bisschen jünger. Ja. Ich habe meine Pharmakologieprüfung in Phytotherapie gemacht. Wir konnten damals noch wählen. Ah ja, okay. Ah, ja, das war zu meiner Zeit schon nicht mehr so ganz. Also es ist schon, wobei wir haben in der Klinik auch einige Dinge getan. Wir haben zum Beispiel bei der Truse beim Pferd Kartoffelwickel gemacht. Oder wenn der Hund eine Lungenentzündung hat, hat er Kampferumschläge Wickel bekommen um den Brustkorb. Ne? Also es gab definitiv einige Dinge, die nicht als Phytotherapie betitelt wurden, aber die tatsächlich noch gemacht wurden. Und es ist auch heute noch so oder wieder in München,
dass da aus vielen Ecken Dinge gerade brodeln, vor allem in der Klinik, da bin ich sehr glücklich drüber. Also gerade in der Magen-Darm-Ecke, da fangen sie jetzt an mit Kottransplantationen, man spricht über Probiotika, das war lange kein Thema, dass der Darm so wichtig ist, dass eben dieser alte Klassiker immer das Antibiotikum nicht die Lösung sein kann, das kommt jetzt Gott sei Dank langsam auch dort an oder wieder an. Wir hatten es ja schon. Ja, München hatte immer ein paar moderne Geschichte. Zu meiner Zeit waren es die Paraimmunitätsinducer, die dann leider verkauft wurden. Leider. Ja. Ich denke, die Universität hat was draus gelernt. Ja, hoffentlich. Was ist deiner Meinung nach noch etwas Wichtiges, was wir vergessen haben? Wiederhol das nochmal. Gibt es deiner Meinung nach etwas Wichtiges, was wir jetzt vergessen haben, was unsere Zuhörer noch interessieren könnte? Ja, ich glaube schon. Das ist zum Beispiel das Thema der Entwurmung. Das ist immer ein Thema, das die Besitzer mich immer wieder fragen. Und ich glaube, dass man hier ganz stark erstmal trennen sollte, geht die Katze raus? Ist es eine Freigängerkatze oder ist es eine Wohnungskatze? Und ich sage das jetzt knallhart, eine Wohnungskatze, der fliegt eher ein Flugzeug auf den Kopf, als dass sie einen Wurm bekommt. Also diese alte Geschichte, dass auch man das mit den Schuhen reinträgt, also ich meine, es gibt so viele Gefahren, dann fällt er auch ein Topf auf den Kopf oder sowas. Bei der Hofkatze ist es so, ich habe selber viele Hofkatzen bei mir. Ich versuche, meine Tiere weitestgehend in Ruhe zu lassen. Das heißt, ich merke, als ich damals angefangen habe, Tiermedizin zu machen, haben wir einmal im Jahr entwurmt vor der Impfung. Heute geht es dahin, dass uns gesagt wird, wir müssen schon monatlich entwurmen. So weit sind wir schon. Das, was dann passiert mit den Katzen, ist, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich selber ein eigenes Immunsystem aufzubauen, um sich zu wehren gegen einen Parasiten. Das heißt, wenn ich als Tierbesitzer große Angst habe, macht es Sinn, hier lieber pflanzlich etwas zu tun. Man kann natürlich den Kot einer Freigängerkatze nicht untersuchen regelmäßig. Das geht nicht. Aber man kann hier beispielsweise, es gibt von der Firma Aniforte oder auch von Pernaturam gibt es spezielle Kräutermischungen, die man auch einer Katze unterschummeln kann, auch in Kapselform. Die Firma Aniforte hat sogar eine Flüssigkeit, die für Katzen in Ordnung ist. Und kann dann prophylaktisch lieber mit pflanzlichen Wirkstoffen und mit Probiotika dazu führen, dass der Katzendarm gesund ist. Denn man muss dazu sagen, wir haben hier in unseren Breiten, in Deutschland, haben wir eigentlich kaum einen Parasiten, noch nicht, der unseren Patienten tötet, wenn er gesund ist. Wenn ein gesundes Immunsystem vorhanden ist, macht es Sinn, dieses Immunsystem zu schulen und zu schützen, damit die Tiere nicht eines Tages abhängig werden von Medikamenten. Denn wenn der Darm nie seinen Job machen darf, dann braucht er eines Tages jeden Monat eine Tablette. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Nein. Aus verschiedenen Gründen. Das ist wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, was bedeutet Gesundheit. Welche Ängste bekommen wir erlernt, wovor sollen wir Angst haben? Und wenn wir realistisch sind, und das weiß ein Katzenbesitzer oft nicht, wenn ich heute eine Würmetablette gebe, dann kann die Katze übermorgen wieder neue Würmer bekommen, wenn sie Mäuse frisst. Das heißt, es ist nie eine hygienische prophylaktische Maßnahme. Nie. Eine hygienische prophylaktische Maßnahme wäre eine Katze, deren Immunität so stabil ist, dass sie einen Wurm auch gerne mal selber eliminiert. Das wäre das Ziel. Das, was wir heute tun, ist, wir lassen unsere Körper verkümmern und abhängig machen von Medikamenten. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Das ist ein Thema, das werde ich immer wieder gefragt. Natürlich, das ist auch wichtig, wenn ich einen Patienten habe, der starke Würmer hat und diese Würmer schaden, dann entwurme ich selbstverständlich und dann entwurme ich auch mal synthetisch. Wobei ich auch hier drauf achte, welche Medikamente ich nehme. Aber das ist dann auch okay. Aber es geht darum, nicht immer prophylaktisch irgendwelche Wirkstoffe zu nehmen, die am Ende ein Immunsystem völlig lahmlegen.
Also bewusste Therapie, in keinem Fall irgendetwas gedankenlos oder routinemäßig einfach so runterreißen. Genau. Sondern anschauen, überlegen, absprechen. Zuerst natürlich. Genau. Und wenn natürlich, in warum auch immer nicht geht, dann ist synthetisch die zweite Wahl. Aber nicht ohne. Absolut. Absolut, ja. So sollte es sein. Das sollte die Medizin sein. Ja, was hat mein Professor damals hat gesagt, sobald wir das Messer brauchen, haben wir schon versagt. Es gibt ein altes Sprichwort, ich glaube von Asklepios war das, das sagt, zuerst das Wort, dann die Wurz, zuletzt das Messer. Das heißt, es ist ein ganz alter Spruch, dass man erst über das Wort, Seele, Heilung zuhört, dann kommt die Wurzel, also die Pflanze, und am Schluss kommt das Messer. Und ich habe diesen Spruch modifiziert nach Nadig. Bei mir heißt das zuerst das Wort, dann die Pflanze, dann das synthetische Medikament und dann das Messer. Das muss ich mir ja direkt aufschreiben als dein Zitat. Zuerst das Wort, dann die Wurz, dann das synthetische Präparat und dann das Messer. Genau. Das sehe ich schon auch so, also da bin ich völlig bei dir. Ja. Ja. Gibt es irgendetwas, was du den Tierhaltern oder auch anderen jungen Kollegen mitgeben möchtest, so als Phytotherapeutin? Eine ganze Menge. Da würde jetzt dieses Interview gar nicht reichen. Was mir wichtig ist, dass wir in allen Bereichen der Medizin versuchen, offen zu bleiben, dass wir nicht glauben, wir hätten die letzte Weisheit erreicht und dass wir uns nicht überheben über all die anderen Medizinsysteme, die es auf der Welt gibt und gab. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir synthetische Medikamente seit nicht mal 200 Jahren haben und dass es Menschen seit Milliarden von Jahren gibt. Das heißt, wir haben lange Zeit ohne Synthetik überlebt und deshalb ist es wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir es heute kombinieren, dass wir das heutige Wissen, das heutige medizinische Know-how mit dem Alten, was war, kombinieren. Und mir ist wichtig, dass vor allem Kollegen, aber auch Tierbesitzer kritisch sind immer dann, wenn uns jemand erzählen möchte, dass wir nur mit diesem einen Präparat gesund bleiben. Es ist wichtig, dass wir auch Wirkstoffe hinterfragen. Dass wir einfach mal geschwind gucken im Internet, was ist denn das für ein Wirkstoff, wo kommt der her? Das kann auch ein Laie, dazu muss man nicht Medizin studiert haben. Und schauen, ist das denn tatsächlich nötig? Oder welche Beweggründe gibt es für diesen Wirkstoff? Ja? Heilt der tatsächlich? Oder wozu kam der auf den Markt? Und dann einfach ein bisschen kritisch bleiben, in allen Richtungen kritisch bleiben. Das ist wichtig, vorsichtig sein. Und einfach immer mal eine kleine Gehirnzelle einschalten und mit den Füßen am Boden bleiben und sich nicht so viel Angst machen lassen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Nicht so viel Angst machen lassen, nicht abhängig machen lassen. Absolut, absolut, ja. Sondern die Selbstverantwortung behalten. Ja. Und mit den eigenen Möglichkeiten auch versuchen, zuerst zu handeln. Absolut, ja, genau. Es hat mich damals erstaunt, wie viel aus dem Bereich der einfachen Hausmittel schon vergessen ist. Ja, es wird Zeit, dass wir es wieder zurückholen. Das, was eben die Omas noch wussten, ne? Ja. Oder wovon du auch gesprochen hast, so ein Kartoffelwickel oder ein Wickel mit Öl und Mädesüß. Ja. Da ist viel getan, ja, aber wer denkt dran? Ja. Ja, es ist halt einfach, es ist ja auch unser Zeitgeist. Das ist in der Zeit, als synthetische Medikamente entstanden, war das dann die Medizin der Armen, der Bauern. Ne? Das war dann irgendwann nicht mehr modern. Und in diesem Zeitgeist schwingen wir noch ein bisschen. Wir haben das Gefühl, dass das, was wir jetzt heute an Medizin haben, dass das modern, innovativ ist. Und das andere, das wird zum Teil so ein bisschen dargestellt wie auf der einen Seite esoterisch oder Aberglaube.
aber man traut ihm auch nicht diese Macht zu. Und dann muss man sich immer wieder darstellen, wie lange wir Menschen und vor allem wie lange Tiere auf diesem Planeten sind, sehr erfolgreich und seit wann wir die ersten synthetischen Medikamente haben. Das heißt, wir sind nicht ausgestorben. Wir haben das sehr lange geschafft. Wir wären nicht so erfolgreich gewesen, wenn Mädelsüß und Spitzwegerich und Kamille und Co. keine Wirkung gehabt hätten. Es ist auch immer zu betrachten, es ist ja eine Koevolution auf diesem Planeten zwischen Mensch, Tier und Pflanze. Ja, nicht selten wachsen ja die Pflanzen genau an der Stelle, wo sie gebraucht wurden. Nehmen wir nochmal das Beispiel Mädelsüß. Ne? Acetylsalicylsäure. Der Wirkstoff, ein Wirkstoff, der gegen Fieber und gegen Schmerzen ist, wächst dort, wo es sehr feucht ist. Wo es sehr feucht ist, haben früher die Menschen gearbeitet, zum Beispiel in der Gerberei. Was haben Menschen, die viel in der Feuchtigkeit stehen? Rheuma, Schmerzen, Gicht, Erkältungen. Da genau wachsen dann die Pflanzen, die gebraucht werden. Und das ist jetzt auch kein esoterischer Blödsinn, sondern das ist der Planet. Immer da, wo auf der Erde eine bestimmte Situation entsteht, reguliert sich dieser Organismus wieder. Und wir dürfen uns und unsere Tiere und die Pflanzen nicht als getrennt ansehen. Das ist alles eine Koevolution. Ne? Alles eins. Ich erinnere mich alles eins. An eine Wiese im Waldviertel, die mitten im Wald liegt, also so eine richtig große Waldlichtung. Und wie ich die besucht hatte, da war unwahrscheinlich viel Augentrost drauf. Oh, schön. Ja, und ich habe mir gedacht, Mensch, hier wo so viel Augentrost wächst, wer braucht den hier denn? Ja. Wer ist angewiesen drauf, ne? Weil schon so ungewöhnlich viel war. Ja, wahrscheinlich hat ihn jemand gebraucht. Keine Ahnung, ob jetzt die Rehe da angewiesen waren auf den Augentrost oder warum auch immer. Aber sehr, sehr erstaunlich für mich. Ich kann mich an diese Wiese erinnern, wenn ich noch gedacht habe, da war auch sehr viel Schafgarbe drauf, viel Schafgarbe, ungewöhnliche Besetzung und viel Augentrost. Ja, ich meine, es ist auch, sagen wir mal, wenn wir uns den Erdboden anschauen, es wachsen ja immer dort die Pflanzen, wo die Erde an der Stelle Heilung braucht. Auch oft sind das Pflanzen, die wir heute sehr kritisch beäugen, zum Beispiel das indische Springkraut, das wir jetzt als Neophyt, also als neuen Eindringling bekämpfen wollen. Diese Pflanze wächst dort, wo der Boden sehr schwermetallbelastet ist und sie reinigt den Boden. Die Erde ist in einem Gleichgewicht, wenn wir sie lassen. Und sie versucht immer da, wo ein Ungleichgewicht herrscht, wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und dazu gehören Pflanzen. Pflanzen und Tiere, ganz klar. Dann lass uns das abrunden noch, dass auch in der Permakultur sehr, sehr viel darüber gesprochen wird, sowohl über die homöostatischen Systeme in sich, als auch über den Umgang mit Pflanzen und warum manche Pflanzen im Zentrum von irgendwas und warum manche Pflanzen an der Randzone von irgendwas. Und wer sich damit beschäftigen möchte, da gehen Welten auf und Universen auf. Auch für das eigene Verständnis dessen, wie man als Mensch oder als Gesellschaft leben könnte. Permakultur hat nicht nur mit Hochbeeten zu tun. Es ist viel, viel mehr. Nein. Ja, absolut, absolut. Und eigentlich ist sie genauso ein Symbol wie die Phytotherapie heute in der Medizin, die eigentlich die Basis ist, ist die Permakultur ein Zeichen dafür, denn sie ist eigentlich die Basis unseres Umgangs mit der Natur. Ja. Die jetzt heute wiederbelebt wird, zum Glück, ne? Aber eigentlich ist es der Ursprung. So haben wir früher, als wir uns sesshaft gemacht haben und anfingen, uns mit der Erde zu beschäftigen, da haben wir so gearbeitet. Erst mit der Industrialisierung ging das los, dass es alles viel und technisch und wenig Aufwand und noch mehr Chemie. Es ist eigentlich die Basis. Ganz definitiv. Und ich meine, sicherlich heute kommt es von Australien und heißt Permakultur. Früher hätten wir gesagt, es kommt Richtung Russland und es ist vedisches Wissen. Ja, absolut. Und die alten Leute können sich da sehr wohl dran erinnern, wie Dinge gehen. Und wir sollten, das ist vielleicht das, was ich noch mitgeben möchte, wer noch eine Uroma oder eine Uropa hat, der soll mal reden, was die noch wussten. Dass nicht alles verloren geht, was eigentlich Volksgut war. Weil das ist ja das, was
letzten 200-300 Jahre passiert ist, auch mit der Hexenverfolgung, dass man systematisch dieses Wissen gekillt hat. Ja, absolut. Und man hat es gemacht, um Menschen abhängig zu machen. Ja, es geht um Macht und es geht um Geld. Definitiv. Also, leider, und jetzt tangieren wir die Gesellschaftskritik und hier müssen wir einen Cut machen. Alexandra, willst du noch irgendwas an Folien herzeigen oder noch irgendwas sagen? Oder sollen wir sagen, wir haben uns eine Stunde unterhalten, es ist gut, es ist rund? Ich denke, es ist rund. Vielleicht unterhalten wir uns mal wieder. Dann würde ich auch sagen, wir unterhalten uns mal wieder und haben hoffnungsvoll den Tierhaltern Lust gemacht, sich mal ein bisschen in Phytotherapie einzulesen, haben hoffnungsvoll ein Parameter gesetzt, dass man nachdenkt, es gibt ja außer synthetischer Medizin auch noch was anderes und das hat immer schon gewirkt und warum soll es heute nicht wirken? Dass man darüber nachdenkt, dass so eine Katze ein so feinstoffliches Wesen ist, dass ihr auch wirklich sehr wenig reicht. Also es ist durchweg möglich, mit Pflanzen zu arbeiten. Und wie du schon gesagt hast, ein ordentliches Hydrolat zu machen, das geht mit einer Espressomaschine. Also das schafft jeder. Und einen Ölauszug zu machen, vielleicht muss man sich es einmal von einem Kräuterpädagogen zeigen lassen, aber dann kann man das. Oder auch eine Ringelblumensalbe herzustellen, ist für jemand, der kochen kann, nicht unmöglich. Im Gegenteil. Das ist gar nicht so schwierig. Wir sind es nur nicht mehr gewohnt und wir machen es nicht mehr. Ja. Früher war es selbstverständlich, dass auf dem Berg oben die Arnika-Tinktur war und das Johanniskrautöl und das, man hatte all diese Sachen daheim. Und vielleicht sollten wir es wieder so machen und so ein paar sinnvolle kleine Hausapotheken-Dinge zusammenzustellen, um die Abhängigkeit ein bisschen runterzubringen. Ja. Alexandra, ich danke dir für deine Zeit. Dankeschön. Liebe Grüße zu dir nach Hause auf den schönen Hof. Also man sieht ja diese wunderschönen Balken da bei dir im Hintergrund. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns gelegentlich mal wiedersehen. Ganz bestimmt. Bis dann. Tschüss.